Wer ist eigentlich Helmut Kohl? Helmut Kohl wurde am 3. April 1930 im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen geboren und er war von 1982 bis 1998 der insgesamt sechste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. In seine Amtszeit fallen unter anderem die Einführung der Pflegeversicherung, er setzte sich stark für eine europäische Einheit ein und man nennt ihn noch heute den Kanzler der Wiedervereinigung. Das wohl wichtigste politische und auch gesellschaftliche Ereignis während der Kanzlerschaft von Helmut Kohl war die deutsche Einheit, weswegen er auch der Kanzler der Wiedervereinigung genannt wird. Ab Mitte der 1980er Jahre deutete sich durch die sogenannten friedlichen Demonstrationen und andere Ereignisse wie dem Reaktorunfall im ukrainischen Tschernobyl an, dass die ehemalige Sowjetunion politisch nach innen und außen doch ganz schön ins Wanken gerät und die Menschen im Osten einfach eine Erneuerung wollten. Die Menschen in der ehemaligen Sowjetunion waren nicht zwangsläufig unglücklich, aber doch auf eine gewisse Art und Weise einfach unfrei und wollten dies unter anderem durch ihre friedlichen Demonstrationen zum Ausdruck bringen. Somit wuchs der Druck auf die Führung der DDR irgendwann so stark an, dass diese veranlasste, nach über 28 Jahren der Trennung schließlich am 9. November 1989 die Grenze und somit die Berliner Mauer zu öffnen. Deshalb spricht man vom 9. November, vom Tag des Mauerfalls. Helmut Kohl sah diese Öffnung der Grenze als Chance an, letztendlich auch eine Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland in die Wege zu leiten. Er warb auf beiden Seiten, also bei Verbündeten des Ostens und Verbündeten des Westens, für sein Vorhaben. Und als diese schließlich alle einwilligten, wurde die deutsche Einheit am 3. Oktober 1990 offiziell vollzogen. Nach über 40 Jahren der Trennung zwischen Ost und West war Deutschland wieder ein einziges Land. Aufgrund dessen feiern wir auch am 3. Oktober den Tag der deutschen Einheit. Neben der deutschen war auch die europäische Einheit ein großes Ziel von Helmut Kohl. In seinen ersten Amtsperioden als Kanzler versuchte er, die europäischen Institutionen, wie zum Beispiel das Parlament, zu stärken und die einzelnen Mitglieder einander näher zu bringen. Auch nachdem 1992 im niederländischen Maastricht offiziell die EU gegründet wurde, versuchte Kohl weiterhin, die europäische Gemeinschaft zu stärken. Ein Punkt hierbei war die Einführung einer gemeinsamen Währung, die er und auch vor allem sein französischer Amtskollege François Mitterrand Anfang und Mitte der 90er Jahre im Sinn hatten. Die beiden nennt man auch heute deshalb Väter des Euro. Der Euro selbst wurde am 1. Januar 2002 in zunächst 12 Ländern eingeführt und ist mittlerweile offizielles Zahlungsmittel in 19 europäischen Staaten. Innenpolitisch ist die Einführung der Pflegeversicherung eine der wichtigsten Maßnahmen während der Amtszeit Helmut Kohls. Sie dient dazu, wie der Name schon sagt, als Absicherung des Risikos, pflegebedürftig zu werden. Geprägt war die 16-jährige Amtszeit Helmut Kohls als Bundeskanzler natürlich in erster Linie vom Berliner Mauerfall und der deutschen Einheit. Nach 40 Jahren der Trennung in Ost und West und 28 Jahren Teilung durch eine Mauer kann man dieses Ereignis ja praktisch gar nicht überbewerten. Darüber hinaus stellt es in einer gewissen Art und Weise auch das Ende des Zweiten Weltkriegs dar, durch den Deutschland ja erst geteilt wurde. Und nicht nur Deutschland, sondern auch der Kontinent Europa. Helmut Kohl verstarb am 16. Juni 2017 im Alter von 87 Jahren. Er wird auf alle Ewigkeit der Kanzler bleiben und zu dessen Regierung einer der wichtigsten Momente in der Geschichte unserer Nation passierte, die Wiedervereinigung von Ost und West.